Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Siedler 2, die nächste Generation, die Wikinger. Meine Güte, sind das viele Worte. Ich begrüße euch zur fünften Mission. Wir haben die letzte Zeit damit verbracht, einen kleinen Rush auszuführen. Hat mehr oder weniger ganz gut geklappt. Wir sind tatsächlich ziemlich schnell mit der Mission 4 durchgekommen. Das heißt, jetzt geht's wieder zu den Wikingern höchstpersönlich. Und die Mission heißt die Wolfspranke. Eine fruchtbare Hauptinsel und mehrere kleine erzreiche Inseln. Das ist mal eine tolle Missionsbeschreibung. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich bin mal gespannt. Kapitel 3. Die Wikinger. Wolfsjagd. Es waren viele Monate vergangen, seit das Schicksal die Nachfahren des großen Bjarni in diese fremden Gefilde verschlagen hatte. Nun wollten Eirik und seine tapferen Wikinger sich dem Wolf und seinen Banden stellen und alles daran setzen, ihm und seinen Handlangern das Handwerk zu legen. Bald erreichten die Langschiffe der Wikinger eine Insel in Form einer Wolfspranke. Im Norden ragten spitze, felsige Inseln scharfen Klauen gleich empor. Unweit südlich davon luden die sanften Strände eines fruchtbaren, üppig grünen Eilands zur Landung ein. Hier würden sie einen Außenposten gründen, ihre Vorratslager füllen und den weiteren Feldzug planen. Die Wikinger hatten Späher ausgesandt, die weit im Süden der Insel den Hafen einer mächtigen Seeräuberbande unter dem Banner des Wolfs entdeckten. Dummerweise waren die Späher bemerkt worden. Die Wikinger ahnten, dass die Piraten bald angreifen würden. So beschlossen sie, ihnen zuvorzukommen und die Wolfsbanden auf dieser Insel zu zerschlagen. Okay, verstehe. Wir sollen ein paar Wolfsbanden zerschlagen. Gut, das heißt, wir bauen erstmal klassischerweise wieder ein paar Sägewerke. Aha. Und sollten auch frühzeitig dran denken, hier vielleicht einen Hafen zu bauen und uns vielleicht wirklich schnell auszubreiten. Okay, also wir müssen sehr, sehr schnell handeln, das sehe ich schon. Fischerhütte, hier gibt es schon Erz, was wir theoretisch holen können. Hier müssen wir uns weiter ausbreiten. Ist die Frage, wo es hier welches Gebiet gibt und was, wie viele Leute. Wir gucken erstmal militärische Stärke. Das wird noch nicht zuverlässig angezeigt. Okay, kein Problem. Wird bestimmt gleich noch aktualisiert werden. So, wir müssen erstmal uns hier in alle Richtungen ausbreiten. Nicht wahr? Das wäre doch schon mal ganz gut. So. Also hier hinten irgendwie am besten Förster oder so reinknallen, dass wir hier Holzproduktion starten können. Das wäre sehr gut. So, das heißt, wir hier einen Förster am besten hin und wir sollten vielleicht hier dann auch einen Fischer hinbauen und wir müssen auf jeden Fall eine Werft bauen. Das dürfen wir nicht vergessen. Also erstmal sehr, sehr schnell sehr viel Holz holen. Wie viele Sägewerke haben wir denn eigentlich? Moment mal. Also wir haben auf jeden Fall noch zwei Sägen über. Die sollten wir aber auch übrig, lassen. Okay, wir haben vier Sägewerke. Das heißt, wir können richtig schön auf Holzproduktion gehen. Okay, gut. Also, Fischerhütte wird da gebaut. Dann bauen wir hier noch einen weiteren Förster hin und noch einen weiteren Holzfäller. So, dass wir das auf jeden Fall schon mal haben. Und dann können wir direkt das so machen, dann wird, ja genau, da direkt alles reingeliefert. So, hier auch Förster. Moment, wie wollte ich das machen? So, damit wir hier theoretisch noch ein weiteres Gebiet einnehmen können. Ja, müssen wir mal sehen, wie wir das am geschicktesten machen. Ob wir hier dann direkt noch einen weiteren Holzfäller, ich glaube, ich werde einfach hier noch einen weiteren Förster, noch einen weiteren Holzfäller. Und ein weiteres Sägewerk hier hinbauen. So, ne? Das ist doch okay. Und dann können wir hier perfekt die ganzen Wege in alle Richtungen abführen lassen. So, also Werft muss schnell gebaut werden. Und Hafen sollte auch schnell gebaut werden. Ne? Das sehen wir doch richtig, oder? So. Wie viele Rohstoffe haben wir? Wir haben eine ganze Menge Rohstoffe. Hafen, ja, der muss auch erstmal planiert werden. Okay, die Fischerhütte, das kommt dann alles nach und nach halt irgendwie rein. So, hier erstmal einen Steinbruch hinsetzen.
Ist gerade aber noch nicht ganz so wichtig. Die Baracke hier, weiß ich nicht, ob die so notwendig für den Anfang ist. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Also, wir haben hier jetzt einen Förster, wir haben hier einen Holzfäller. Wir könnten uns theoretisch noch einen weiteren Förster und noch einen weiteren Holzfäller leisten, denke ich. Oder einfach so noch einen weiteren Holzfäller, der hier, ja, vielleicht gar nicht so verkehrt, der im Notfall hier diese ganze Front weghacken kann. Ja, mal sehen. Wir gucken uns das mal an. Hier unten werde ich dann auf jeden Fall Getreide anbauen in rauen Mengen. So, hier ein Fischer. Oder sollen wir den Platz für den Förster lassen? Vielleicht lieber für den Förster, ne? Ja, komm. Ich werde schon noch genug Fischer bauen irgendwie. So, was haben wir hier gefunden? Bislang nix. Ja, jetzt hat er was gefunden. Okay, was hat er? Granit. Okay, gut. Das ist tatsächlich jetzt nicht ganz so entscheidend. So, Sägewerke sind auf jeden Fall schon mal fertig. 2. Das heißt, da können wir dann auch schon mal richtig schön viel Holz verbraten. Okay. So, das heißt, sobald hier genügend Holz angeliefert wurde, werden auch die Steine irgendwann kommen. Ja, der Hafen braucht natürlich Holz und ansonsten werden natürlich auch Steine gebraucht. Es kommt immer noch Holz, weil es halt einfach viel, viel zu lange dauert, bis hier alles gut wird. Okay, der Rote hat 52 und wir haben auch 52. Mein Plan ist es, also ich habe noch keinen Plan, das habt ihr vielleicht gemerkt. Oh, die bauen direkt ein Jagdhaus, okay. Das habt ihr vielleicht gemerkt, aber mein Plan ist es, schnell hier ein paar Expeditionen zu starten. Also ein Schiff zu bauen und schnell ganz viele andere Häfen zu bauen, um wirklich schnell die ganzen Inseln einzunehmen, damit der Gegner überhaupt keine Möglichkeiten hat, sich auch nur irgendwie auszubreiten. Das heißt, ich werde am Anfang sehr, sehr stark auf Holz und Stein gehen müssen. Was jetzt aber auch nicht so schlimm ist. Das ist jetzt nicht so wild. Wir haben hier ja die Ressourcen erstmal. Wir sehen ja auch, wie weit unser Gegner weg ist etwa. Also ich glaube, so wahnsinnig weit ist er dann gar nicht weg. Hier ist sein Hauptquartier, aber müssen wir mal sehen. Was sagen denn Gebäude? Sieht man Anzahl der Gebäude. Okay, also er hat auch bei 0 gestartet. Okay, das heißt, wir haben auf jeden Fall die gleichen Voraussetzungen. Ja, Rohstoffe sind knapp, Brett. So, jetzt kommen die Steine. So. Und jetzt kommt schon der erste Soldat. So, und was jetzt auch passieren kann, während hier die Steine noch rausgeliefert werden, dass vielleicht auch schon mal direkt mein paar Baumstämme hier rausgeholt werden. Das ist nämlich das Problem. Die bringen da sogar Baumstämme rein? Hallo? Die können aber hier gerne rein. Leute, kommt mal her hier. Kümmert euch um die Steine. Schnappt euch mal die Steinchen. Dankeschön. So, also, da haben wir Forsthaus. Hier können wir noch einen weiteren Fischer bauen. Ja, okay. Das ist in Ordnung. Was ist hier denn? Ach, hier, guck mal, noch ein altes Schiff. Altes Schiff, was kaputt gegangen war. Okay. Wir werden uns hier weiter ausbreiten, natürlich. Und wir werden hier auch direkt einen Holzfäller hinsetzen. Und einen Jäger. So, Jagdhaus. Können wir erstmal... Ne, Moment, das Jagdhaus... Hier sollte ich vielleicht tatsächlich schon einen Bauernhof oder so hinsetzen. Na, nee, ist noch nicht ideal. Ist noch nicht ideal. Aber hier können wir den Jäger vielleicht hinsetzen. So. Zack. Machen wir erstmal so weit. Werde ich gleich anbinden. Ah, genau. Jetzt kommen nämlich erstmal die ersten Baumstämme hier raus. So. Das heißt, jetzt kann ich dann hier den Steinbruch anbinden. Dann, und die Baracke, können hier nämlich dann ein paar Holzbretter hingeliefert werden. Ich meine, das ist ja okay. Die können ja gerne ein paar Holzbretter hier rausholen. Und die Kollegen müssen sich jetzt halt um die Baumstämme kümmern. Und alle Holzbretter gehen ja jetzt erstmal in die Richtung hier. So, Fischerhütte. Was machen wir damit? Sollten wir vielleicht schon anbinden und bauen? Weiß ich noch nicht. So, ist... Moment. Produkt umstellen auf Schiff, bitte. So, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Schiffe. Das heißt, erstmal richtig schön Holzproduktion starten.
Ja, da, wir haben jetzt auch ein drittes Sägewerk, das ist schon mal sehr gut. Und ja, da wird auch schon ganz gut was ausgeliefert, das ist schön. Lasst mal einen Blick in die Statistik werfen. Wo sind unsere Gebäude? Gebäude? Gebäude. So, Karte brauche ich nicht. Also, wir haben 3 Holzfäller und einer ist noch im Bau. Okay, das heißt, wir sollten vielleicht tatsächlich noch einen weiteren Förster hier hinbauen. Das ist in Ordnung. Ich denke, das ist schon okay. Ja, hier noch einen weiteren Holzfäller und noch einen weiteren Förster. So, zack, machen wir so. Okay, gut. Noch ein Förster, noch ein Holzfäller, dann sind wir mit allen Leuten hier gut dabei, haben wir gut ausgesorgt. So, das Schiff Alcuin, oder Alcuin, wird gebaut. Keine Ahnung, wie man den Namen jetzt aussprechen soll, aber okay. So, hier kommen weiter Baumstämme raus. Ja, sehr gut, bitteschön. Bringt mehr Baumstämme. So. Erstmal hier komplett die Sägewerke füllen mit Baumstämmen. Okay, ich glaube, es sieht jetzt tatsächlich relativ voll aus. Dann können wir jetzt auch hierhin das Gebiet anschließen. So, vielleicht kann man da ja noch einen Baum pflanzen. Okay, ja, mit Jäger, mit Holzfäller und einer weiteren Baracke. Und dann, wenn wir hier unten im Süden sind, dann halt Holzfäller. So, wir haben ziemlich viele Gebäude gebaut. Hä? Wo sind wir? Wieso? Wieso sehe ich jetzt nur den roten? Achso, jetzt sehe ich meinen auch wieder. Okay, habe ich den ausgemacht? Ha, okay. Also, militärische Stärke ist gleich Größe der Region. Ja, er hat sich ein bisschen weiter ausgebreitet. Das ist aber egal. Zustand der Wirtschaft ist sowieso... Keine Tatze ohne Krallen. Der Mangel an Waffen und Schilden brachte die Generäle der Wikinger schier um den Verstand. Die neue Kolonie verfügte über reiches Acker- und Weideland. Doch gab es hier keine einzige Ader Eisenerz, die nicht schon die Wolfstruppen in Besitz genommen hatten. Bei ihrer Ankunft hatten die Wikinger die kargen, lebensfeindlichen Felsinseln links liegen gelassen. Nun jedoch mussten sie diese Inseln rasch unter ihre Kontrolle bringen und deren Rohstoffvorkommen ausbeuten, bevor die Piraten ihre Stellung auf der üppig grünen Insel überrannten. Scharfen Krallen gleich ragten die 4 Inseln empor. Die Geologen wetteiferten miteinander, wer aus größerer Entfernung die Gesteinsart bestimmen könnte. Ein Soldat beendete schließlich die lebhafte Diskussion. Er wies die Geologen darauf hin, dass sie ohnehin bald jeden Fußbreit dieser Inselkette mit Hammer und Meißel untersuchen müssten. Ja, das ist ja schön. Tja, siehste wohl, kriegen wir jetzt sogar noch eine Ansage, dass wir hier uns schnell auf diese beiden Inseln hier ausbreiten sollten. Oder 4. 4 sind es ja sogar. Das heißt, wir müssen gucken, auf welcher dieser Inseln es tatsächlich am meisten gibt. Okay, und wir sollten tatsächlich hier eine sehr gute Rohstoffproduktion ausbauen, wie auch immer. So, also der rote ist hier unten, der Pirat. Wir sehen leider nicht viel. Wir sehen, hier ist eine Gebirgskette. Hier nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht, aber ich sehe es. Das reicht ja erstmal. So, also. Dann legen wir doch mal los. Ein Bauernhof hier. Und hier unten gehen wir bitte nochmal weiter mit einer weiteren Baracke. Hier gehen wir auch noch weiter mit einer Baracke. Ja, hier möchte ich auch schon mal... Nee, keine Fahne. Ein Bauernhof. Ist das zu nah am Forsthaus? Vielleicht ein bisschen, ne? Aber andererseits... Ah, passt schon. Passt schon, ist schon okay. So, Bauernhof, Bauernhof. Hier unten brauchen wir dann natürlich auch direkt eine Mühle. Und wieder, um wieder die Verhältnisse direkt aufzubauen. Wir waren ja so... 2 Bauernhöfe versorgen eine Mühle und einen Bäcker. Irgendwie so war das, glaube ich, ne? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Mal sehen, ob das tatsächlich noch so war. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich baue auf jeden Fall direkt schon mal 2 Bäckereien. Einfach, damit ich hier unten dann eine weitere Mühle bauen kann. Und... Oder baue ich hier direkt einen Fleischer? Ja, nee, passt schon. So. Wir machen das erstmal so. Wir müssen das noch nicht direkt anbinden.
weil wir im Moment tatsächlich sehr wenig Holz haben. Weil hier alles in die Werft geht. Das ist ein bisschen... Aber mir reicht erstmal ein Schiff. Sobald wir erstmal ein Schiff haben, ist okay. Das ist ja nur ein Anfang. So, und dann mal sehen, ja, der Förster oder die Förster und die Holzfäller hier, die werden sich schon irgendwie ein bisschen drum prügeln, das alles vernünftig hinzukriegen. Also, wir haben hier sehr viele Bretter und müssen jetzt mal schauen, dass wir uns wirklich schnell auf Bauernhöfe und so konzentrieren und da jetzt wirklich fix vorankommen. Das wäre recht wichtig. Ja, mal sehen. Wie bauen wir denn von hier aus am besten den Weg? Wir könnten diesen Weg hier eigentlich ideal nutzen. Mache ich vielleicht auch, aber tatsächlich, indem ich diesen Weg hier gehe. Wow, das ging aber echt schnell. Habe ich die nicht eben erst in Auftrag gegeben? Meine Güte. Das ging verdammt schnell. So, wir kriegen auch Bretter. Wir kriegen hier mehr Bretter. Also, das Schiff wird weiter gebaut. Ich weiß gar nicht, wie viel Bretter es braucht. Irgendwie 10 Stück oder so bestimmt. Steine haben wir genügend. Ja, unsere Holzproduktion läuft jetzt aber auch ganz gut an. Wir kriegen jetzt schon eine ganze Menge Holz. Das Gute ist auch, wir haben einen Holzfäller, der die Stämme dann direkt hier hin liefern kann. Wir haben Holzfäller, die dann direkt hier reinliefern können. Und wir haben ein paar Holzfäller, die direkt hier reinliefern können. Also es ist eigentlich tatsächlich unabsichtlich ein ganz guter Aufbau geworden, habe ich das Gefühl. Weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich so ist oder ob ich mir das nur einbilde. Aber ich glaube, ich mache es doch so. Aber ich meine, das ist doch ganz gut geworden. So, also dann hier der nächste Bauernhof. So etwa, kann man machen. So, da müssen wir jetzt hier so durch. Hier machen wir direkt eine Schweinezucht hin. Na, das ist doch gar nicht so verkehrt. So, dann können wir hier auch tatsächlich einen Schlachter direkt daneben bauen. Bauen wir erstmal so. Ich muss hier unten dann noch irgendwo einen Brunnen hinbauen. Wo bauen wir einen Brunnen hin? Vielleicht hier direkt. Könnte hinhauen, ne? Könnte funktionieren so. Ja, könnte schon passen. Und hier aber auch noch einen Brunnen. Beziehungsweise, nee, hier bauen wir auch eine Baracke hin. So. Da soll es nur von der Baracke aus weitergehen. Das ist okay. Okay, so, dann baut mal schön. Bauernhof, Schweinezucht, Fleischerei, das wird teuer. Aber ist okay. Kriegen wir halt erstmal ein bisschen Fleisch rein. Erstmal schön viele... Ah, Moment mal. Ich mache es folgendermaßen. Nahrung brauchen wir ja eigentlich hier im Hafen. Weil unsere gesamten Minen woanders auf den anderen Inseln ja sein werden. Das heißt, ich lagere das einfach mal alles aus... Und sorge dafür, dass die einfach woanders hingebracht werden. So einfach ist das. So. Okay, Schiff ist fast fertig. 82%. Das ist gut. Das ist sehr schön. Also noch 2 Bretter wahrscheinlich. 82%, dann braucht es doch mehr als 10. Dann braucht er so 12 Bretter oder so wahrscheinlich, ne? Wow. Wow, ganz schön teuer. Ganz schön teuer, das Ding. Oder vielleicht sind es auch nur 9 Bretter. Kann auch sein. Weiß ich nicht, je nachdem wie es... ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, wie es genau sein muss. Moment, 82%. Das heißt, es fehlen noch 18%. Das heißt, dann wäre ein Brett vielleicht 9%. Dann wären es 11 Bretter. Hm. Ja gut, wäre in Ordnung. Kann man so machen. Kann man so machen. So. Das heißt, wir wären dann bei... Oh, es sind tatsächlich nur 89%. Das heißt, ein Brett macht 7% etwa. So 6 bis 7. Wow, krass, dann sind es ja 15 Bretter. Okay, einiges. Aber nicht so wild. So, wie sieht's aus? Also, Größe der Region. Anzahl der Gebäude sind wir nach wie vor vorne. Das ist gut. Größe der Region sind die vorne. Das ist mir egal. Wir müssen halt sehr, sehr schnell hier weiterkommen. Aber gut. Ein Schiff wird bald gemacht. Wir können schon mal eine Expedition eigentlich vorbereiten. Dann können wir auch direkt in See stechen, wenn da was passiert. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, dass wir direkt hier Holz und so direkt hinliefern. So, Militärgebäude besetzt, Baracke. Moment mal, wo denn hier? Hier drüben. Okay, sehr gut.
Hier sind wir jetzt auch weitergekommen. Einen weiteren Schritt haben wir getan. Ja, hier müssen wir halt alles einmal komplett abholzen, ne? Muss alles weggeholzt werden. So. Ja. Müssen wir erstmal so hier durch. Zack. Ist ja egal wie. Hauptsache, dass wir hier erstmal das gesamte Gebiet einnehmen. Da können wir noch einen weiteren Fischer theoretisch bauen. Wobei ich auch schon fast gewillt bin, die Fischer mir einfach aufzuheben. Also die ganzen Angeln. Damit wir dann auf der anderen Insel die ganzen Fischer haben. Wir haben noch einen Jäger. Könnte man theoretisch sich noch irgendwo hinbauen. Mal gucken. So, Schiff fertiggestellt. Okay, dann hier Produktion aus, bitte. Und wir können hier die Expedition weiter vorbereiten. Und natürlich die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war die erste Folge von Mission 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir haben einen ganz guten Start erwischt. Ich habe mir Mühe gegeben, dass bislang keine großartigen Rohstoffknappheiten passiert sind und ich hoffe, das bleibt so. Ich denke, es ist ein ganz guter Start geworden. Mal sehen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.